So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Zu Gast heute mit Crazy O, mit Prime. Wir sitzen heute mal hier im Abo Kebab House und heute ist Schnitzeltag. Was macht man natürlich am Schnitzeltag? Man bestellt sich erstmal einen Döner-Teller. Der kostet nämlich auch 6 Euro heute, ist im Angebot. Und neben vielen verschiedenen Döner-Tellern gibt es auch den Abo Döner-Teller, den namensgebenden. Den wollen wir jetzt mal ausprobieren, mal gucken, was da drauf ist. Das ist alles kurz nach der 7 Tage 7 Döner-Aktion geschehen. Also jetzt immer noch auf dem Döner hängen geblieben. Wir können euch mal kurz die Karte zeigen. Das ist hier die 22er, sieht man wieder schlecht. Mit Fladenbrot, Salat, Spezialsoße, Tzatziki, Schafskäse. Da steht gar nicht so viel dabei. Hier Chef-Döner-Teller, da steht viel mehr dabei. Auch mit Peperoni, Oliven, sonst was. Aber trotzdem, statt 9,50 nur 6 Euro heute. Da bin ich mal gespannt. Ihr habt ja auch den Crazy O. Willst du mal kurz Hallo sagen? Hier ist der Prime. Willst du mal Hallo sagen? Was geht ab? SSIO, was geht ab? Und hier haben wir noch das gute FS-Bier, ne? Das ziehen wir uns erstmal rein, melden uns dann zurück. Oh, Prost. Ach so, ja, warte, hier. Prost, ne? Zack. Der hat eine Dose, ne? Wir melden uns zurück, wenn das Essen da ist. Der Crazy hat, glaube ich, Schnitzel genommen trotzdem. Er wollte Ananas auf seinen Pilzschnitzel haben. Ich glaube, der ist schwanger. Aber gut, eigentlich sehe ich aus, als wäre ich schwanger trotzdem. Und Prime sieht aus wie SSIO, aber das wird langsam so aus hier lutscht, das muss man gar nicht mehr sagen. Nutte! So, der Prime ist auf jeden Fall glücklich, der hat nämlich sein Essen bekommen. Hat aber gleich eine Peperoni dabei, die ich nicht mag. Hey, gratis Peperoni. Der Crazy hat sein Schnitzel bekommen. Der Prime hat sich schon eine Pommes geklaut. So sieht das also aus. Wunderbar. Da habt ihr extra die Soße, ihr habt da extra den Salat, ihr habt da extra schön das Dönerfleisch drauf, schön Käse dabei, die Peperonis. Unten drunter ist das Brot. Das sieht man vielleicht jetzt hier an der Ecke, dass da Brot drunter ist. Ist auf jeden Fall ein schöner Haufen. Fleisch. Ich hab doch noch zwei Stücke. Und das Fleisch ist auf jeden Fall schön knusprig, schön gerade frisch vom Spieß runtergekratzt. Weiß ich nicht, war schon woanders, habe ich gesehen. Da wird euch dann das Fleisch draufgepackt, was irgendwo in einem Fach gelagert wird, was schon vor 10 Tagen runtergekratzt ist, so nach dem Motto. Aber hier schön kross, ist das wunderbar. Das kennt man sonst gar nicht, dass das noch so schön knusprig ist. Mmh. Auch Spezialsoße dabei, beste, was es gibt. Geh mal schön hier reintunken, ne? Gerade hier solche Peperonis esse ich ja zu Hause auch immer, egal was ich esse. Muss immer ein Glas Peperon dabei sein oder Peperonis. Wir werden uns jetzt munden lassen. Prime, dir schmeckt's, ja? Richtig lecker. 5 von 5 Sterne gibt er natürlich. Ich glaube, der Crazy O ist hoffentlich auch zufrieden mit seinem Schnitzel, auch wenn er keine Ananas auf seine Pilze bekommen hat. Aber egal, er kann sich ja demnächst eine Dose, ja, Ananasstücke mitbringen und heimlich drauf machen. Auch richtig schöne große Portion. Schau dir mal an. Ja, aber das ist genauso wie bei Lyrical Psycho und Papa. Die haben ja auch ein bisschen Music Factory. Das ist halt so ein Vertrieb wie Spin-Up oder. Hast du mir die Pommes gegeben? Nein, nein, das ist so ein Timelapse-Video machen? Nein, nicht so ein Timelapse. Weißt du, also ein Zeitraffer-Video machen, wie du was am Essen bist. So filmen und dann in super Geschwindigkeit gucken, wie du so Teller leer isst. Ach ja? Warum? So, weil es lustig ist. Auch schön hier den Käse drauf natürlich. Wunderbar. Eigentlich, wenn man Döner isst, müsste man immer Käse mit dazu nehmen. Der hat einfach nochmal so einen schönen eigenen Geschmack und bringt nochmal kräftige Würze mit rein. Vor allem ohne zu fragen, macht er einfach den Käse drauf. Aber wie ohne zu fragen, der gehört doch dazu zum Abo-Döner-Teller. Also. Sieht auf jeden Fall gesund aus. Ich mag auch den Salat einfach. Wenn ihr woanders hingeht, da kriegt ihr wirklich einfach nur als Salat Krautsalat hingeschmissen. Einfach ganzen Bündel Weißkraut und das soll dann Salat sein. Hier habt ihr trotzdem wenigstens noch Gürkchen dabei und Tomaten und Zwiebelchen. Alles, was das Herz begehrt. Guck mal, die haben sogar, die Gurken haben sogar Arme und Beine. Sieht sehr schön aus. Wir lassen uns das jetzt munden. Dann weiß ich nicht, müssen wir noch in Taco. Katzenstreu müssen wir noch kaufen. Bestes Thema jetzt beim Essen. Und ja,
Mal gucken, ob man noch irgendwas Leckeres heute dinieren oder was es sonst noch gibt. Aus Schnitzel ist ja jetzt nur ein Schnitzel geworden statt zwei. Ist ja eh jeden Tag ein anderes Angebot. Die ganze Woche bei McDöner gespeist, jetzt beim Pizza Kebab Haus. Also könnt ruhig überall mal hin, macht euch ein eigenes Bild. Auch vom Ambiente, von dem ganzen Hin und Her. Aber von der Aufmachung her ist das Pizza Kebab Haus trotzdem immer ganz weit vorne dabei, sage ich mal. Oh ja. Mmh. Auch der Salat ist richtig schön. Richtig schön frisch. Knackig frisch. Frischer Salat, nicht so wie der Algensalat, den es gestern Abend gab, aber gut, bis ihr das Video seht, ist das eh schon wieder 200 Jahre her. Denkt dran, esst niemals Algensalat, esst euch lieber hier so einen Salat rein. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.